Da's kein Tomat, kein Orba ist, müssen wir davon ausgehen, dass es doch Blut ist. Jawohl, ne? Es muss so sein. Wir haben ausgeschlossen, dass das Opfer sich auf die Zunge biss, als es sich zur Wehr setzte. Für wahr. Dann muss es ja einen Grund, einen anderen Grund geben, warum das Blut da ist. Es muss innere Blutungen, er muss innere Blutungen gehabt haben, die mit seinem Tod in Verbindung stehen. Aber was könnte sie ausgelöst haben? Euer Ehren, wenn ich eine Frage stellen dürfte. Eine Frage? An wen? Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, kann ich vielleicht das Blut in der Skizze erklären. Deshalb muss ich eine bestimmte Person befragen. Wen? Wen muss man befragen? Erlington, Vidian oder Flamberg? Wieso sollte man Flamberg befragen? Der hat nichts gemacht, außer... Ja. Warum? Wen könnte man befragen dafür? Ja, vielleicht ist es ja trotzdem irgendwas ganz Komisches. Vidian? Warum könnte man Vidian befragen? Er ist ein Nachbar. Erlington könnte man, weil es ist ein Butler. Wann hat wer Aber denn welcher Verdacht wäre es denn? Wann hat wer denn das Opfer gesehen? Das Ver- genau. Der Verdacht wäre wahrscheinlich, dass er sich selbst umgebracht hat. Ist jetzt Moment. Meine Idee. Da war Blut. Weißes Pulver. Was ist das weiße Pulver? Das ist ein umgestoßenes Alchezeug, denke ich. Wirklich? Wird das irgendwann mal festgestellt? Ich meine, weißes Pulver wäre nicht in diesem Fall da, wenn es unnütz wäre. Es ging ja darum, dass niemand dahin gelaufen sein kann einfach, weil sonst da Tritte drin wären. Dafür war es auf jeden Fall da. Vielleicht hat es noch einen anderen Grund. Mehrfachverwendung. Aber was könnte... Warum das weiße Pulver? Das würde mich wirklich interessieren, aber... Sollen wir einfach mal jeden befragen und anscheinend scheint es ja erstmal... Ich würde als erstes Erlington befragen. Ja, ich auch. Nun gut, ich habe eine Frage an Frau Erlington. Und wir speichern sicherheitshalber mal da an der Stelle. Vielleicht hilft's noch was. Und hören auf! Nein, jetzt kann ich nicht. Bah! Was denn? Ach, nix. Bah! Ja, right? Am Tag des Verbrechens verschwand etwas vom Tatort. Verschwand? So wie dieser Orba, den eine gewisse Person getrunken hat. Meint ihr diese Art des Verschwindens? Ja, so etwas in der Art. Ist vielleicht noch etwas verschwunden? Es tut mir leid, aber das kann ich nicht beurteilen. Ihr erinnert euch womöglich, dass ich an jenem Tag die Schatube meines Meisters nicht betreten habe. Kein einziges Mal. Bitte erlaubt mir eine kleine Anregung. Vielleicht wäre es weiser, jemanden zu fragen, ja dann Vidian, der damals in der Schatube war. Sie hat recht. Ich versuch's noch einmal. Euer Ehren, bitte gestattet mir, noch eine letzte Frage zu stellen. Nur zu? Nö. Das Gerücht wundert sich, wie viele letzte Fragen ihr heute noch stellen wollt. Wenn sich dieser Verdacht und so weiter. Blablabla. Vidian, okay. Mein Herr! Darf ich euch eine Frage stellen? Ja, also. Ja, guckt mich nicht so grimmig an. Lieber guter Weihnachtsmann. Ich weiß nichts, gar nichts. Ich hab nichts zu erzählen. Vidian, die Unschuld in Person, für den Rest der Welt nur blanker Hohn. Wer diesen Baden zum Freund hat, braucht auch keine Feinde mehr. Ihr habt doch den Orba am Tatort getrunken, oder? Hört auf, mir immer wieder diese Frage zu stellen. Und was, wenn es so war? Dann hätte ich noch eine Frage an euch. Ist irgendetwas anderes an diesem Tag vom Tatort verschwunden? Gup, gup, gup. Oh.
Nö, mir ist nichts aufgefallen. Zeuge, was habt ihr dieses Mal angerichtet? Ihr schaut aus wie ein Köter, der beim Beschmutzen des Teppichs erwischt wurde. Warum guckst du mich so an? Ich weiß von nichts, das verschwunden sein soll. Ich bin unschuldig, glaub mir das so bitte. Ob wahr, ob falsch, ist dies so schlimm. Vidian verbiegt alles in seinem Sinn. Mein Anwaltssinn lag wohl goldrichtig. Er hat etwas mitgehen lassen. Etwas, das vielleicht eng mit der roten Flüssigkeit an der Victoires Mund verbunden ist. Was um alles in der Welt hat dieser Mann vom Ort des Verbrechens bloß gestohlen? Ein bestimmter Gegenstand ist an diesem Tag vom Tatort verschwunden. Und es war sehr wahrscheinlich, dass jener Gegenstand gerade jetzt genau vor unseren Nasen ist. Was? Er ist hier? Habe ich recht. Mein Herr! Wo soll ich das denn wissen? Ich weiß es. Oh, ich weiß es auch. Verteidigung, ich befehle euch, nehmt mir recht zu zeigen, von welchem Gegenstand ihr redet. Zeigt den Gegenstand, den der Zeuge vom Schauplatz des Verbrechens entwendet haben soll. Und so fügt sich dann alles zusammen. Was hat er entwendet jetzt? Welches davon? Den Kelch. Den? Ja. Mein Herr! Ist es wirklich der? Bestimmt. Wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass daraus der Alchemist irgendein Gift getrunken hat, um sich umzubringen. Ist jetzt meine Vermutung. Hier. Der Gegenstand, den er vom Tatort entwendet hat, ist... Oh. Möglicherweise irgendwo hier. Okay, dann vielleicht die Giftflasche. Das könnte auch sein. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Das ist dem Gericht zu vage. Was? Er hat mich sehr schnell abgewürgt. Oh, kein Grund, den Prozess fortlaufen zu lassen. Es wurde zweifelsfrei bewiesen und tschüss. Nein. Was die Angeklagte in Wahrheit ist, das Gericht hat, ist bereit, sein Urteil im Fall Meier. Wir haben doch schon bewiesen, dass... Naja. Aber wir haben bewiesen, dass sie es nicht war. Na, mal gucken. Naja, genau genommen haben wir das gar nicht. Wir haben bewiesen, dass sie den Alchemist nicht umgebracht hat, aber das hat auch nie jemand vermutet. Ja, stimmt. Du darfst das ruhig mal lesen. Eine Hexe zu sein, ist schon ein Verbrechen. Diese bösartigen Wesen müssen vom Angesicht dieser Welt getilgt werden. Die Zeit ist gekommen, ihre abscheuliche Hexe zu töten. Macht euch bereit, eurem Schicksal in den Flammen entgegenzutreten. Nein! Wo sind denn alle? Oh. Ah! Oh. Speicherdaten laden, oder? Ja. Besser ist. Ich sage mal, da sind wir noch relativ nah dran. Aber ich würde sagen, wir machen dann erstmal Schluss. Ja, wer mir liegt. Okay, ja, nee, dann müssen wir leider erstmal warten. Aber was? Weil jetzt merken sie... Ah, Moment! Oh, wir können nochmal. Wollen wir? Naja, wir haben ja da gespeichert. Stimmt. Also Vidian befragen. Und dann war... Wollen wir wenigstens noch mal bis zu der Stelle, wo es also ernst wurde? Saft. Boom. Außerdem, wir können ja... Mal gucken, wann speichern. Er hat was mitgehen lassen. So. Oh, gut erkannt. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass schon ist. Da ist es schon. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es noch schnell raus. Dann ist die Giftflasche bestimmt. Was ist hier? Nochmal. Sicher ist sicher. Ich will so nah wie möglich rankommen. Du die Flammen. Es ist ja auch nicht so, dass er dann immer genau an der Stelle wieder weitermacht, oder? Wahrscheinlich musst du so oder so die Passage nochmal durchklicken dann. Ah, jetzt. Nö, vielleicht nicht. Ich glaube eher nicht. Was könnte er mitgehen lassen haben? Es muss ja irgendwas Relevantes sein für den Fall. Und irgendein Edelstein, ich meine... Doch ein Tipp. Wir haben genug Hinweismünzen. Wir können die auch ruhig mal benutzen. Giftflasche. Da wir erstmal die... versteife ich mich jetzt drauf. Da.
Ah, der Gegenstand ist diese Flasche. Hey, Annie, können Sie doch mal bitte auf, mich so zu nennen? Diese Flasche, das leuchtet ein. Frau Erlington, ich möchte, dass Sie mir etwas erläutert. Worum geht es, Herr Wright? Herr de Victoire arbeitete daran, Heilmittel zu erzeugen. Er hatte auch so einige gefährliche Substanzen in seinem Besitz. Wo wurden diese eigentlich aufbewahrt? In einem verschlossenen Medizinschrank. Die Flaschen waren gekennzeichnet, damit klar war, dass sie gefährlich waren. Sie wurden allesamt konfisziert. Diese Kennzeichnungen, sahen sie so aus wie das Kennzeichen auf der Flasche dieses Kerls? Aber mein Herr! Was habt ihr mit diesem Forschungsobjekt meines Meisters zu schaffen? Es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe keine böse Absicht oder sowas. Diese Flasche gehört meinem Herrn und sie wurde benutzt. So wie ich. Um ein starkes Gift aufzubewahren. Starkes Gift? Gift stark genug, um töten zu können. Ne Gift? Noch was? Gleich stirbt er. Nein. Die rote Flüssigkeit, die aus Herrn de Victoires Mund ran, war auf jeden Fall Blut. Und jetzt ist endlich klar, was dafür sorgte, dass er so aus dem Mund blutete. Er hatte es war das tödliche Gift aus der Flasche, die dieser vermaledeite Kerl vom Tatort hat mitgehen lassen. Dies ist, weiß ich nicht. Was? Bum, bum, bum. Ruhe! Moment mal langsam. Glaubt ihr, ich könnte jetzt einfach so die Klappe halten? Es war Gift? Gift? Werde ich sterben? Schön wär's. Geduldet euch, die Zeit wird zeigen, ob uns das Schicksal gnädig gesinnt ist. Jojo, danke. Hast du wohl recht. Aber was viel wichtiger ist, ich erwarte eine Erklärung, warum ihr im Besitz dieser Flasche seid. Hey, erinnern sich noch alle daran, dass ich den Orba des Alchemachertisten da getrunken habe? Selbst drum, diese Geschichte ist schwer zu vergessen, vor allem nachdem sie schon dutzende Male erzählt wurde. Also, damals habe ich sie auf dem Boden gesehen, genau diese Flasche. Sie war völlig leer und ich dachte halt, weißt du, sieht ja schon schön aus, diese Flasche. Und so weiter halt. Ich fand Totenköpfe schon immer toll. Sie stehen doch für Gefahr, weißt du? Das tun sie, ja. Ja, sie war da. Und ich war auch da. Es fühlt sich so an, als wären wir für ihn einer bestimmt und so. Ich dachte mir... Moment mal, wie war das? Achso, nee, der spricht das ja genauso. Diese Flasche ist verflucht nobel. Ja, sie ist zum Scherben schön. Wäre nur ein Tropfen Gift in der Flasche gewesen, wärt ihr augenblicklich gestorben. Aber leer war sie augenscheinlich harmlos. Oh, gute Nachrichten, ich werde leben. Wie gut, dass ich sie auch gut ausgespült habe, bevor ich sie benutzt habe. Aber wenn das Opfer durch Gift getötet wurde, dann wirft dies natürlich eine neue Frage auf. Wer könnte ihn vergiftet haben? Und das erfahren wir in der nächsten Folge. Oder in den nächsten Folgen. Ja, man meint immer, es ist gleich vorbei und dann zieht sich das und zieht sich und zieht sich. Wie Kaugummi. Ja. Aber jetzt zugeklappt, eingepackt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Top. Ja. Die Wette gilt. Oder was hast du gesagt? Top. Ja, doch top.